Sonntag für Sonntag sitzt du in der Kirche, siehst die Freude, die der andere hat. Vielleicht hast du selbst diese Freude besessen, doch jetzt bist du innerlich kalt. Woche für Woche sitzt du in den Reihen, hörst der Predigt zu und bist doch taub. Und wenn die Predigt dir einmal zu hart wird, dann gehst du einfach hinaus. Freund, jetzt will dich Jesus befreien, bekehr dich und dann bist du sein. Vielleicht sagst du jetzt nein, doch damit willigst du ein, für immer verloren zu sein. Immer wieder findest du Gründe, Gott aus dem Weg zu gehen. Du zeigst auf andere und ihre Schwächen, so soll es dir nicht gehen. Doch immer wieder bist es dann du, der noch ferne von Gott ist. Die Fehler der anderen helfen dir doch nicht weiter, weil du verloren bist. Was ist es denn, das dich noch trennt von dem, was dein Herz doch schon kennt? Vielleicht sagst du jetzt nein, doch damit willigst du ein, für immer verloren zu sein. Jahr für Jahr hält Gott dir seine Hand hin, wie oft willst du sie noch übersehen? Irgendwann hört er auf zu rufen, dann wirst du draußen stehen. Bist du sicher, dass es sich lohnt, für immer von Gott fern zu sein? Dieses Rufen ist nur für dich, darum komme vor seinem Thron. Hör, jetzt lädt dich Jesus ein, komm zu ihm und dann bist du sein. Und sagst du heute nein, lässt du dich darauf ein, für immer verloren zu sein.